Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ready or Not. Wir hören uns mal die nächsten Missionsdetails an. Und zwar Schmiergeld. So. Nehmen wir doch einmal Platz hier im Briefingraum. Für die, die keinen Bock aufs Briefing haben, wie immer, Timestamp in der Beschreibung. So, schauen wir doch mal. Listen up. There's a situation unfolding. Two detectives from Criminal Investigations Unit arrived this morning at the Los Suenos Postal Service on 7th Avenue in East Los Suenos. Their goal was to have a conversation with a customs inspector named Jack Adams. From what we could tell, they became engaged in a firefight on Side 1, the reception area. Our information at this time is pretty spotty, and it seems like the shooter was a part of the Los Locos, who have been seen in the area previously. It's unsure at this time whether or not the gunfight was connected to what the detectives were investigating, or if it was a random coincidence, but we're certain that there's more than one shooter in the building. This has been corroborated by a phone call to 911 that we received around the same time as the gunfight occurred. Both detectives have left the scene. One is in critical condition heading to Llano Memorial, so it's just going to be us going in there. Priority is to find the shooter and his buddies and collect Jack Adams, who is likely still within the structure. We've got to hustle, so I'll keep this quick. The postal facility is big, and there's three sides for entry. We've got side one with the reception entrance and warehouse entrance to the east, side two with a loading bay access point, and side three with more loading bays. These ones are for bigger trucks, so you may want to be mindful for the height difference there is if any shooters poke their fucking heads out. They might be able to see right over your cover. Your best bet is going to be that main entrance. It leads right into the center of the building, and we can get good domination that way. There's an internal structure within the facility on a second level as well. We don't have any intel on the design of this. It looks like a temporary part of the building. I've also had word from our contact at FISA that they want Adams alive and well. As far as we know, he's not a threat, and I can tell you now that if one of you kills a Fed on my watch, you'll be bagging and tagging evidence down in the lockers for the rest of your time with the LSPD. All right. Last part. Rally is on 7th and Leybourn, right near where the freeway begins. We've got additional units blocking off the overpass, and a sniper team is en route, but they're across the city and it's gonna take some time. A tussle. Okay, interessant. Mal was ganz anderes. Verdächtige. Okay, das ist der Jack Adams, den wir unbedingt lebend bekommen sollen. Und hier haben wir noch ein paar Unbekannte. Ein Zollinspektor, der international ankommenden Pakete beobachtet. Jack Adams ist unser Hauptverdächtiger und es ist nicht bekannt, ob seine Beteiligung am Waffenhandel und an der Verbreitung von Waffen auf dem Druck externer Akteure zurückzuführen ist. Die FISA hat deutlich gemacht, dass sie Adams lebend haben will. Okay, es wurde eine große Anzahl von Personen gesichtet, die die Anlage durch ein Seitentor betraten. Es ist wahrscheinlich, dass sich mindestens 10 potenzielle Bedrohungen innerhalb des Komplexes befinden. Für wen sie arbeiten, ist derzeit nicht bekannt, aber sie sind sicherlich hier, um etwas zu sammeln. 10 Stück, na, das wird ja spannend. Zivilisten, Eugen Gomez. Oder Eugene vielmehr. Kollaborateur Adams, Kripo, hat hier doch einen, der kein Zwang gezwungen wird. Okay. Lopez, mögliche Verdächtige, die Adams unterstützt. Aber Maria wurde mehrmals mit unserem Hauptverdächtigen gesehen, und zwar nach Feierabend. Sie hat 3 Kinder und wird zu ihnen zurückkehren wollen, ja. Das denke ich auch, okay. Was haben wir hier? Kameraaufnahmen. Notizen. Die auf ein Fahrzeug hindeuten. Einen Polizeibericht, den ich leider überhaupt nicht lesen kann. Wir hätten noch einen Anruf. 911, this call is being recorded. What is your emergency? I'm inside the Los Suenos Postal Service in East Los Suenos. And near the airport, there's someone shooting here. Okay, sir. What happened? I'm an employee here, package quality assurance. I was on the conveyor line when someone started firing a gun near the front of the building. Then this kid came running out of nowhere. He was fucking leaking. I ran over to him and saw he had a gun, so I took off. A kid? Sir, are there children on scene? No, a kid, meaning a young guy. He was wearing all red, speaking in Spanish.
I'm pretty sure he's dead. Rápido. Oh, shit. Antes de que aparezcan más policías. Hello? More guys with guns. They came to the warehouse just now. Oh, fuck this. I'm out of here. Listen up. There's a situation. Ja. Ruhe jetzt hier, Kollege. Schnauze, bitte. Okay. The FISA Office. Gomez finden. Lopez verhaften. Und Adams. Und 10 Leute sind da drinnen. Oh Gott, ey, das wird aber ganz schön. Ja, gut, ist groß auch das Gebiet, ne? Naja, die Frage ist: Wollen wir da, ups, ich bin doch gehockt. Wollen wir da reingehen mit. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz. Bravo braucht auf jeden Fall nicht diese Billo-Waffe, sondern so eine Langwaffe. Als nicht tödliches Objekt. Charlie hat immer noch das Ding. Bravo hat ja das Ding. Delta hat eine MP. Ich glaube, wir wollen mal Alpha umswitchen auf. Nee, gehen wir zurück. Was haben wir denn für ein Loadout bei Alpha? Ja, Alpha kriegt das Loadout hier. Okay, wir könnten auch wieder mit Gas arbeiten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Weil die reagieren da ziemlich gut drauf. Huch. Nochmal kurz checken, ob alle Gasmasken jetzt mit haben. Müssten aber eigentlich alle. Bravo, Charlie, Delta. Okay, wir haben einen mit der MP7. Wir haben 3 mit nicht tödlichen Waffen, 2 mit tödlichen Waffen und halt. Gut, Pistolen haben wir noch zur Not, die sind immer tödlich, ne? Die Frage ist: Haben die Schutz? Tragen die Schutzweften? Das habe ich bisher immer mal außer Acht gelassen. Wir haben hier ja verschiedene Munitionsarten. Und zwar hier. Hohlspitzgeschosse. Das verursachen halt nicht so viel Gewebeschaden, ne? Aber sind nicht so gut gegen nicht so gut gegen Panzerung. Könnte man aber halt die Gegner vielleicht zum Aufgeben zwingen, indem man sie anschießt. Und nicht gleich umbringt damit. Wir könnten auch mal ausprobieren. Naja, wenn ich das ausprobieren. Naja, komm, wir lassen es. Ich hätte überlegt, ob ich mir ein richtig großes Visier drauf nehme, dass wir richtig, also richtig einen Zoom-Scope drauf tue, dass wir von weiter weg quasi so wegsnipen können. Aber wir wollen sie ja eigentlich lebend haben. Deswegen lassen wir das, glaube ich. Beziehungsweise wir können auch nicht einfach auf sie schießen. Ohne dass sie uns irgendwie angegriffen haben, sonst kriegen wir ja Ärger, ne? Gut, ich würde sagen, dann schauen wir uns. Oh ne, eine Sache habe ich schon wieder vergessen. Habe ich letztes Mal schon fast vergessen. Die Karte. Gut, hier ist tatsächlich nicht allzu viel zu sehen. Wir haben hier 3 große Lagerhallen, beziehungsweise eine große Lagerhalle. Hier ist dieses Office. Hier oben geht es irgendwie lang. Und hier haben wir verschiedene Dings. Und hier haben wir auch noch mal einen Bereich. Wo ist denn der Haupteingang? Hier? Die meinten ja, am besten wäre es durch den Haupteingang. Bin mir da allerdings noch nicht so sicher. Wir schauen uns erstmal vor Ort um. So, wir drücken mal Ready. Und dann schauen wir mal, was da los ist. Ich sag euch, ich glaube, das wird eine heikle Mission. Was könnten wir denn noch für eine gute. Naja, wir müssen uns erstmal die Karte anschauen und dann entscheiden, was da eventuell für Möglichkeiten bestehen. Okay, hier wurde schon ein bisschen geschossen. Das ist hier, wo die. Die Aufnahme gemacht wurde von der Kamera. Jungs! Wir haben es mit einem Haufen von Verdächtigen angeblich zu tun. Mindestens 10 bewaffnete Leute, vielleicht sogar mehr.
ist noch nicht ganz klar. Wir sollten vorsichtig sein. Wir sollten vorsichtig und langsam vorgehen. Wir versuchen wie immer, so viele wie möglich Leben zu schnappen und festzunehmen. Aber ihr wisst, wenn es sein muss, über den Haufen schießen. Let's go. Okay, alles ruhig hier. All teams. Check door. Use the wand. Check for targets. Alter, hier ist überall Blut. Hier gab es eine fette Schießerei. Okay, on my move. On my move. Open and clear. Go. Move in. Got an opening here. Hey, don't shoot. Hands up now. I got nothing Get here. Get down. Umdrehen, umdrehen. Alter. Er sagt noch nicht schießen und dann schießt er auf mich. Ist ja eine Unverschämtheit schon wieder hier, was hier abgeht. Okay, die haben, glaube ich, auch irgendwen festgenommen. Come to me. I'll bag it. Making it safe. Move to me. On me. Move. Move to me. Leck mich doch. Move there. Gut, 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 gut. Check door. Mirror for contact. 10-4. Ah, die Frage ist, gehen wir kurz hier raus, während die da gucken. Hier müssten wir zum Dings wiederkommen. Perfekt. Gut, lass den doch nicht allein da, huh? Das wollte ich nicht. Check door. Mirror it. I'm on it. Hold position. Hold position. Stop. Waiting. Hands up. Aha. Da sind auf jeden Fall welche drin. Hands up. Do it now. Get down now. Put your hands up. Aber ich glaube, die sind nebenan in dem Raum. Ah. Die sind nebenan in dem Raum. Check door. Check it with the mirror. All right. Move team. Stack up. Post up and cover the area. Getting into place. No traps. Unarmed contact. Red. Move in. Open the door. Clear it. 10-4. So, schauen wir doch mal. Get down on your knees. Hands up. Above your head. Going in. Move to me. Move forward. I'll get him ready. Komm, 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 komm. Ja, auf den ist okay. So, den nehmen wir mal mit. Talk to entry team. Copy entry team, notifying trailers. Den bringen wir mal direkt raus hier, damit der Kollege schon mal sicher ist. Okay, Frage ist, ich muss mal ganz kurz gleich auf die Karte gucken. So, du bist hier sicher, mein Freund. Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Wir haben alles unter Kontrolle. Gold Team. Pick the lock. Got the lock. So, lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Wo sind wir denn jetzt hier? We're good. Wir sind, glaube ich, bin ich hier vorne jetzt drinne?
Ja, Rezeption, Mailroom, hier sind die Badezimmer, wir sind jetzt hier. Okay, Truck Drop. Und hier ist ein Hallway. Also ich persönlich wäre ja dafür, wenn wir das hier auf jeden Fall jetzt erstmal clearen und dann eventuell nochmal hier reinschauen. Und dann die Tür dicht machen. Haben wir diesen Bereich hier schon mal so ein bisschen gesichert. Vielleicht auch noch die Tür. Hier brauchen wir dann eh nichts mit Türen mehr dicht machen. Ja. On my move. On my move. Clear it. Got it. Hands on your head. Please. Let me see those hands. Move it. Go. Down on your knees. Hands up. Get on the fucking. Put your hands up. Get down. Let's go. Move. Police, get move to me. Up. Move forward. Yeah, I got cuffs. Put your fucking hands up! Police! Get down! Tell us to your lawyer. Ready. High ground's element to top. Making it safe. Locked up. Talk to high ground. Hey, man, get off of me. Your entry team. Great work. Move to me. Move over here. Komm schön hier rein, ma'am. Wir machen hier erstmal die Schotten dicht. Put a jam on that door. Gonna jam it. Sehr gut. Hier auch, würde ich sagen. Door jam, go. Door jam ready. Und hier müssen wir vorsichtig sein. Du. Move there, don't get up. Kommst mal hierher, Kollege. So, die Tür blocken wir auch. Komm, 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 rein da, Kollege. Door jam ready. Hopp, hopp. Move and stay there. Schneller, los, beweg dich. Komm, weißt du was, ich helfe dir mal, du bist ja lahmarschig. Ja, unglaublich. Ja, ja, wir lassen dich gleich runter, keine Sorge. Okay, kommt mal hier rein, Jungs. On me. On your six. Will ich die Tür mal zumachen? Danke. Jam the door. Mach die Tür auch noch dicht. Dann haben wir diesen ganzen Komplex hier dicht gemacht. Hier war, hier waren wir auch gerade drin. Okay, wir gehen jetzt gleich außen rum. Jetzt wieder raus und wir checken erstmal, glaube ich, den Bereich hier. Mir nach. Mir nach, Jungs. Stay on me. Läuft ja ganz gut soweit. Läuft erstmal ganz gut soweit. Aber ich hätte das nicht laut sagen sollen. Das bedeutet nämlich, dass wir gleich brutal auf die Fresse kriegen werden. Okay, hier links ist ja auch noch ein riesengroßer Bereich. Gehen wir jetzt erst rechts oder erst links rum, ist die Frage. Ich würde eigentlich gern dieses kleine Gebäude da erstmal sichern. Oh. Good day to you. Du mal mit deinem Good Day to You. Muss ich irgendwie noch ausstellen. Ich weiß gar nicht, ob man das ausstellen kann, aber ich hoffe. Ich weiß gar nicht, wer das sagt. Ob das von Windows kommt oder von diesem... von dem Programm Voice Attack. I don't know. Okay. Sieht ja soweit ganz ruhig hier aus. Nochmal hier ein bisschen rumchecken. Da ist wahrscheinlich noch irgendein Eingang.
Okay, hier draußen scheint alles clear zu sein. Put your hands up now. Hands up now. Drop to your knees. Hands up. Down on your knees. Hands on your head. Do it now. Okay. Kommt mal mit, Jungs. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Keep your hands up. Check door. Near the suspects, are they? Kann man ja fast reingucken, aber trotzdem. Get down and don't move. Down on the ground. Move. Looks clean. One civilian, unarmed. On my move. Clear it after my go. Moving into place. Get down. I want to see hands. Hands move. Nehmt ihr mal fest, Jungs. Moving into handcuffs. Nothing here, sir. Oh, 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 da ist doch wer. Check door. Check door. Den nehmen wir mal raus. Beziehungsweise, wo sollen wir sie hinbringen? Ah, ja, ja, wir bringen sie gar nicht in den Knast. Wir setzen sie nur mal hier ab, Ma'am. Ganz ruhig, wir wollen ihnen ja nichts tun. Nehmen wir die Tür zu. Was hat er denn jetzt gesagt? Ich weiß gar nicht. Move in. Get the door, clear it. Roger. Da wäre er nicht, ich hab nicht zugehört. Okay, sieht gut soweit aus. Sehr gut. Talk to Element. Roger. Hands on your head, move! Great work, keep going. Down on your goddamn knees, now! Police, hands up! Uh-huh. Blue. Stack up. Provide cover. Affirmative. Provide support. You got point. Okay, hier sieht alles clear aus. Hold position. Hold there. Standing by. Red team. Check door. Check it with the wand. Yep. Wo waren die denn eigentlich jetzt schon wieder? I got the wand. Und wo ist der andere Kollege? Looks good. Suspect, weapon in hand. Aha. Stack up. Post up and provide cover. Stacking. Öffnen. Wir machen das wie folgt. Wir werden das stürmen und werden das schön eintreten. Und dann werden wir es räumen. Cover the area. Aber ich werde eine schöne Dings reinschießen. Die Frage ist nur, kann ich hier durchschießen? Boah, ich weiß nicht. Das ist scheiße. Ne, wir machen es anders. Lass mich mal eine Granate in die Hand nehmen. Ja. Gold. Red. Go, go, go! Let's go. Okay, sie haben ihn einfach erschossen. Schade. Medical assistance is standing by. Stack up. Stack up. Blue team. Check door. Mirror it. Can't wand it. More is good. Na gut, ich mach mal auf hier. Get down and keep your hands up. Police, get down. Okay, sehr gut. On me, move. Got your six. Wollen wir hier rausgucken? Down on your knees. Police, down on the ground. Get on the ground now. Get down. I want to see hands. Okay, wir machen das wie folgt. Wir gehen hier gleich zusammen raus.
Red team. Post up and cover. So, aber erst auf mein Zeichen. Ihr folgt mir. On my six. On you. Ach, hier kommen wir gar nicht durch. Okay, ja, dann never mind. Dann, Fall in. Fall in behind me. Alle zu mir. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas sehen. Ne, sehen wir nicht. Kommt ihr mal hinter mich. Na gut, dann gehen wir nämlich gleich da raus, wenn ihr hinter mir seid. Perfekt. Get on the ground now. Put your hands up. Raus, 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 Jungs. Okay. Hier sind auf jeden Fall Leute in der Halle. Wir könnten jetzt noch den Bereich da dicht machen. Dann kommen sie hier auch nicht mehr raus. Die Frage, wollen wir das machen? Wir probieren das mal. Wir sind jetzt, lass mich überlegen, hier, genau. Wir werden jetzt hier noch einmal rumgehen, den Bereich draußen clearen und dann hier irgendwo reingehen. Wir werden den Bereich clearen und dann uns durch die Hallen arbeiten. Klingt nach einem guten Plan. So, dann Jungs, hinter mir her. So können wir auch noch mal jetzt checken, ob hier vielleicht jemand rotiert ist und uns in den Rücken gefallen ist. Denn die Gebäude sind zwar relativ sicher, also da können sie eigentlich nicht rein, außer sind jetzt wieder durch den Haupteingang rein. In der Zeit, wo wir weg waren. Aber, ja. Hier draußen könnte halt jemand auch kommen. Und da können sie jetzt gar nicht mehr raus. Das heißt, es ist eigentlich gut, wenn wir jetzt von hier kommen. Dann müssen die vor uns eigentlich sein. Kann uns eigentlich so schnell keiner mehr in den Rücken fallen. Hier müssen wir nur vorsichtig sein. Das ist ja sehr offen hier. Wir könnten auch hier irgendwo in den LKWs hocken. Oh, ich habe irgendwie gehört. Oh, da hinten. Naja, du bist blind, Kollege. Echt aufpassen hier. Da ist auch noch ein Lager. Move to me. Move towards me. Mach keine Faxen, Kollege. Komm, 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 komm. Sir, konzentrieren Sie sich. Er guckt mich an, Alter, wie ein Auto. Ja, ja, ja. Heul mal nicht rum. Jungs, wir müssen mal ganz kurz die Garage erstmal checken. Wir müssen mal ganz kurz hier das Gebäude erstmal checken. Und du kommst mal her, Freundchen. I need you to move. Schön herkommen. Oh. Upsi. Das wollte ich nicht. Okay, da kann man auch nicht mehr hin. Okay, alles klar. Dann kann man da gar nicht hin. Was? Nochmal gucken, ob wir hier rein können. Nee, okay, alles klar. Dann ist das nicht mehr Teil der Map. Dann können wir jetzt ja mal hier so durchgehen und das clearen. Würde ich sagen. On you. Ja, mach das mal. In Angst, hier könnten überall Leute stehen, sitzen, liegen, keine Ahnung, was auch immer. Okay. Hands on your head. Let me see those hands. Get down on your knees. Put your hands up.
Police, get your hands up! So, den nehmen wir schnell fest hier, den Wichser. Puh, der hat es auf jeden Fall leicht erwischt. Ja, ja, fuck you selber. Was ist mit dir? Okay, der hat sich da versteckt, ne? Können wir mal hier reinschauen. Hier ist die große Halle. Machen wir erstmal zu. Jam that door. Lass uns mal ganz kurz schauen. Wir haben... Welche Zivilisten haben wir denn jetzt schon? Okay, nur Maria Lopez. Ja, das war auch die einzige Frau. Die haben wir schon. Okay. Check door. Use the mirror. Check for target. Acknowledged. Mirror is ready. Gucken, wie es so aussieht. Opening on the right. Ach, das ist die Tür, die wir selbst verkeilt haben. Okay, dann gehen wir erstmal außen weiter. Jetzt haben wir hier auch alle Türen verkeilt. Ja. Wir gehen erstmal außen weiter. Das heißt, die können nur noch hier durch die großen LKW-Beladungshallen rein. Da hat er uns ja von ein bisschen abgeraten, weil wir dann ein leichtes Ziel wären. Weil der uns eventuell quasi über unsere Deckung hinausgucken könnte. Gott, ey, wie die Kugeln da einfach hängen bleiben. Junge, der Typ macht mich aber wahnsinnig. Ganz ruhig, Kollege. Move to me. Der hat da noch eine Knarre. Ich sehe es hinten. Move to me. Ganz ruhig, ich sehe, dass du da eine Knarre hast. Mach keine Faxen. Der ist ganz genau. Wag es nicht mal. Der ist zwar ganz schön offen jetzt da mit deinem Rücken, aber egal. Ja, ja, beruhig dich. This is talk. Roger. Trailer's inbound. Alter Falter. Okay, mal ganz kurz durchatmen. Ich habe hier schon wieder ganz gut kassiert. Weiß auch gar nicht, warum okay. Der nicht blind geworden ist mit der ersten Granate. Einfach weitergeschossen hat wie so ein Geisteskranker. Wie sieht mein Magazin aus? Das ist fucking leer. Welches ist das jetzt? Das volle. Okay. Wir halten uns hier mal ein bisschen. Bisschen Angst jetzt hier, dass ich hier drauf gehe. Wir haben es schon echt weit geschafft und relativ gut. Wir haben relativ viele sogar lebend festgenommen. Angst, dass hier irgendwo wer in irgendeiner Ecke steht. Hier sieht schon mal clear aus. Der LKW gibt uns ein bisschen Deckung wenigstens. Könnte natürlich auch eine Falle sein, wenn da, weiß nicht, können die sich hinlegen und im Liegen schießen. Okay, da ist die große Halle. Ah, dass man hier nicht durch kann, ist echt ärgerlich. Da geht doch ein Transportband. Oh, das ist echt mega offen hier und bietet echt viel Versteckräume. Okay, sie haben ihn erschossen. Kurz mal hier sichern. Ihr gebt mir Rückendeckung, Jungs, hoffe ich. Oh, hier. Waffen. Okay, das ist hier überall alles mega offen. Wir arbeiten uns mal hier ganz durch. Und gehen dann von ganz hinten, glaube ich, links rein. Nach vorne. Okay, hier ist der hinterste Eingang.
Okay. Kurz einen Lageplan machen. Halt. Wir haben noch zwei Zivilisten. Wir sind jetzt hier irgendwo so. Und wir gehen jetzt hier so rein, okay. Wir haben die ganzen Türen geblockt. Wir haben die Türen geblockt. Ja, wir gehen jetzt hier durch. Und schauen mal, was uns da erwartet. Das kann... ich glaube, das wird ganz schön heftig da drin. Wenn das so krass verschachtelt ist, wie ich mir das vorstelle, dann wird das lustig. Oh ja. Holy shit. Hier kann ja überall wer sein. Ihr wollt mich doch verarschen. Oha. Get down, I want to see hands. About a dead space here. Keep your eyes open. Das war nix. Also manchmal schießt das Ding sonst irgendwo hin. Ihr wollt mich doch verarschen. Gehen wir mal hier so lang. Nimm das. Move in. Okay, ihr habt das. Zusammenbleiben, Jungs. Zusammenbleiben. Komm her, Kollege. Tja, er wollte schon wieder eine Waffe ziehen. Und ich habe keine Muni mehr. Ich muss auf Pistole wechseln. So. Alter, das ist hier eine Todesfalle. Ich sag's so, wie es ist. Kommt hier zu mir. Warte mal, gehen wir vielleicht hoch? Dann haben wir eine bessere Übersicht. Wir müssen echt jetzt hier vorsichtig sein. Okay, der hintere Bereich ist jetzt schon mal clear. Ich glaube, wir gehen nach oben. Das sollte doch vielleicht uns ein bisschen bessere Übersicht geben, aber eventuell sind wir da auch auf dem Präsentierteller. Ich weiß es nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir gehen mal hier hoch, Jungs. Okay, wir können hier gar nicht hoch, das ist nur hier rüber. Talk reporting. Copy, EMTs and trailers are standing by. Move forward. Komm schön hierher. Move to me. I got him over here. Okay, hat ihn. Wo war der jetzt? Oh, da ist so ein Buch. Der Zivilist ist jetzt gestorben? Unser Mann ist gestorben. Fuck you. Hands up. Put your hands up. Police, get your hands up. Put your fucking hands up. Police, get down. Hands up now. Drop to your knees. Down on your knees. Okay, den haben wir. Hands on your head. Do it now. Put your hands up. Hier ist, glaube ich, noch irgendwo links einer. Ich bin mir aber nicht sicher. Down on the ground. Move. Move to me. Move to me. Move to the sound of my voice. Shit, wir haben Officer verloren. Das ist aber echt ärgerlich. Stay down and turn around.
Mal die Waffe hier nehmen. Okay. Talk reporting. Copy entry team. Notifying trailers. Wir müssen noch mal ganz kurz zurück, Jungs. Wir müssen kurz mal unseren Officer, glaube ich, noch melden. Ich glaube, den haben wir noch nicht gemeldet. Officer down, requesting trailers. This is Hawk. Copy that entry team. Proceed with mission. Gut. Weiter geht's, Jungs. So viel ist es nicht mehr. Wir könnten noch gucken, ob wir hier irgendwo hochkommen. Lass uns mal hier hoch. Aber hier gehen wir nur rüber. Nee. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen doch erstmal da lang. Get down, I want to see hands. Hands up, drop to your knees. Hands on your head, move. Irgendwo da hinten ist noch einer. Down on your goddamn knees, now. Police, hands up. Down on the ground, get down and keep your hands up. Police, get down. Down on your knees. Da hinten ist, glaube ich, auch noch irgendwo wer. Police, down on the ground! Now! Get down, I want to see... No! Report to Tom for debrief. Shit. Ja. Gar nicht so schlecht für den ersten Einsatz. Warum sind denn zwei jetzt dienstunfähig? Es wurde doch nur einer angeschossen, oder wurde hinter mir jetzt auch angeschossen, während er auf mich geschossen hat? Oh Gott. Na gut, wir gehen zur Wache zurück. Ja, also innen drin ist, da drin der Halle ist es schon ganz schön unübersichtlich. Das könnte spannend werden. Okay, er ist dienstunfähig. Einer ist gestorben. Na gut, wir haben jede Menge Ersatz und wir könnten nochmal einen einstellen. Haben wir schon einen Ernährungsberater? Reacher, Sanitäter, Veteran, Verhandlungsführer, Friedensstifter. Nee, wir könnten mal einen Ernährungsberater einstellen. Ein Jahr nur, das ist nicht so lange. Aufruhrkontrolle ist auch nicht schlecht. Ja, lass den nehmen, der bleibt auch 9 Jahre. Lass den direkt mal in den Einsatz reinnehmen. Nein, das war da falsch. Das war falsch. Das mal schließen. Veteran, Breacher, Sanitäter ist immer gut. Wir nehmen mal den Breacher raus und machen dafür ihn rein, den neuen. Sehr schön. Okay, die haben sich jetzt auch alle erholt. Endlich, Gott sei Dank. Ja. Gut. Also, ja. Für den ersten Durchlauf war es gar nicht so schlecht. Wir haben sogar fast alle geholt, glaube ich. Bis auf, ich glaube, 4 oder 5 waren nur noch übrig. Schauen wir mal, ob wir das in der zweiten Runde genauso gut, beziehungsweise hoffentlich noch besser hinbekommen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder in Teil 2 zur Erstürmung des Postcenters. Und würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder einen Kommentar da lasst. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.